Tja, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, die Frau von der Leyen, auch genannt Granatnuschi, hat im Moment ein, nennen wir es mal, kleines Problem, weil ein Untergebener von ihr, ein Bundeswehrsoldat, der hat sich als Syrer ausgegeben und die Frau von der Leyen sagt, ja, das BAMF, das hätte es ja merken müssen, aber das BAMF sagt, na, wir sind unschuldig, weil wenn zu uns einer kommt, der halb Italiener ist, so wie dieser Soldat und kein Arabisch spricht, aber dafür sehr gut Französisch, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass das nur ein Syrer sein kann, ja. Und drum sagt das BAMF, außerdem sei ja die Anweisung der Bundesregierung damals nicht gewesen, Syrern nur dann zu glauben, wenn sie Syrer sind, sondern die Anweisung war laut BAMF, dass die Frau Merkel gesagt hat, also wenn jemand sagt, er ist ein Syrer, dann ist er auch einer, unabhängig davon, ob er jetzt einer ist oder nicht. Und das sieht man wieder mal, letztendlich ist das alles bloß eine Frage der Einstellung.